Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay von einem meiner Zuschauer und Clanmitglieder. Der Mr. Dope fährt hier mit seiner Hellcat. Ich weiß, es ist einer seiner Lieblingspanzer. Ach, der Thomas K77 ist mit dabei, auch mit einer Hellcat. Wer hätte denn das gedacht? Also, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, das ist einer seiner absoluten Main-Panzer, mit denen er wirklich super gerne unterwegs ist. Ich habe es mir wirklich nicht vorher angeguckt, also ich sehe es jetzt auch das erste Mal. Sie fahren auf jeden Fall schon mal schön zusammen. Man sieht immer bei ihm gut, finde ich. Er guckt immer nach links, rechts, er guckt überall, wo passiert was. Aha, okay, da wird A getappt und so weiter. Der hat schon einen guten Überblick, der Boy. Gucken wir mal, was er jetzt hier macht. Jetzt wird er hier ein bisschen spotten, wenn dann was aufgeht. Okay, so, oh, da ist der Light. Den hat er noch nicht gesehen. Doch, hat er jetzt. Da gab es schon die erste Schelle vom Thomas. Oh, wenn die Kekse erstmal rollen, ne? Aber er guckt halt sehr viel, ne? Da wird mir ja schon fast schlecht. Aber gut, es ist halt auf jeden Fall richtig und es ist super geil, dass er es macht. Und... ah, der war schwer. Der war schwer. Ups. Oh, da hat er gerade eine schöne Stelle gekriegt. Ja, er versteckt sich kurz. Sehr gut. Aber es gibt Thomas die Hits ab hier. Auch von der Mathilda. Die macht nicht so viel Schaden. Aber schießt halt einfach wie so ein Maschinengewehr fast, ne? So schnell. Boom. Oh, die Hellcat. Die hat auch einen schönen Reload, ne? Wow, 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 wow. Herrlichst hier. Herrlichst, herrlichst. Wie sieht's denn aus? 2 zu 2 steht es gerade. Aber unten die ganzen dicken Boys sind halt noch da. Oh, eine VK. Ja, sehr schön gemacht. Ah, er schießt auch schön. Dann versteckt er sich erstmal. Und dann kommt der nächste. Rums. Sauber, sauber. Thomas haut ja auch hier und hier seine Schellen raus. Oh, er baut seine Hellcat. Ah, scheiße. Kritischer Treffer beim Jagdpanzer 4. Aber der Thomas hat hier auch schön rasiert. Herrlich. Und der Leo hat da mit drauf gehämmert. Oh, Thomas ist gerade vor unseren Augen gestorben. Rest in peace, mein Lieber. So, okay, weiter geht's. Kritischer Treffer wieder. Hat er zu schnell geschossen. Oh, jetzt will er einen Turm. Ne, er will unten rein. Ja, hätte ich auch gemacht, es leichter zu treffen. Es steht 4 zu 3, sieht ganz gut aus, aber der Light möchte jetzt hier die Hellcat zerlegen. Ah, oh, kritischer Treffer schon wieder. Oh, jetzt hat das. Oh, Munitionslager. Wenn das hochgegangen wäre, ne? Bombs. Oh, jetzt ist er aber sportlich unterwegs hier. Nice. Gut ist, dass die VK nicht weiß, was sie tut. Oh, getrackt. Eieieiei. Oh, er bounce schon wieder, Alter. 220 Damage einfach von der VK. Wow. Wo ist denn der beim Damage? 3240 Schaden rausgeknallt. Wow, absoluter Respekt. Krasse Nummer. 4 Kills, wenn ich es gerade noch schnell richtig gesehen habe. Und natürlich mal wieder ein Ace mit seiner Hellcat. War ja ganz klar. Also, hier das Panzerass hat er auf jeden Fall gefahren. Krieger hat er auch gemacht. Großkaliber. Natürlich auch entscheidender Beitrag. Also, hier ihr seht es. Richtig dolle abgeräumt mit seiner Hellcat. 3333. Oh, er muss eigentlich einen ausgeben. Schnapszahl. Damage hier gefahren. Wow, wow, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, ja, damit war's auch wieder. Danke, danke an dich für dein cooles Replay. Gerne immer mehr davon. Du weißt, ich kommentiere auch super gerne. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part von World of Tanks Blitz. Und schaltet einfach wieder ein. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Das supportet mich ungemein. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt auf Twitch. Haut mir ein Follow rein. Und dann sehen wir uns im Livestream. Haut rein, euer Fearstream. Bye, bye.